Hallo, hier ist Rian. Ich spiele heute Paddle Up. Das ist so ein Tischtennisspiel. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die ultra kleine Auflösung, aber mein PC muss ja irgendwie das hinkriegen, den ganzen Kram auch aufzunehmen. Und da die CPU nicht so toll ist und ich hier mit meinen Händen ganz tolle Dinge mache, muss ich das halt in der kleinen Auflösung aufnehmen. Und ich habe einen Zylinder auf und ich kann auch ein Teufels Hörnchen haben, sogar zwei, hier ist eins, da ist eins. Und ein Kackehaufen auf dem Kopf. Ah, oh, ist das nicht wundervoll? Nein, ist das nicht. Was haben wir denn hier noch so für tolle Hüte? Denn ich, wie wir alle wissen, seit Team Fortress 2, es geht immer um Hüte. Ich kann Big Daddy sein. Okay, eigentlich ist das ein Taucherhelm, aber Kinder heutzutage werden das nur als Big Daddy-Helm sehen. Ihr Kinder. Hasenohren. Zauberhut. Und noch ein paar schöne Sachen eigentlich. Amerikaner, Einhorn oder Narwal. König ist auch gut. Ich habe eine Idee. Davon werdet ihr im Spiel gleich alles nicht sehen. Creeper. Nein, das ist halt der nicht gecopyrightete Creeper. Aber ja. Alles klar. Ich glaube, ich behalte mal den Creeper. Das macht. Okay. Und man kann auch ganz viele andere Sachen machen. Hier ist mein Paddle. Und das Paddle hat vier Einstellungen. Man kann verschiedene Bezüge drauf machen, wie zum Beispiel den Soft Sponge. Den wollte ich jetzt nicht auswählen, aber okay. Oder den Hardbat. Dann ist er so gekröselt. Das kennt ihr vielleicht von den ganzen billigen Schlägern, die ihr für einen 5-Euro-Doppelpack bekommen habt und die einfach nur scheiße sind, weil sie gebogen sind. Die gehen dann ungefähr so. Und dann fragt man sich, warum man die Bälle die ganze Zeit daneben haut. Und der Sportlehrer einen auslacht. Ich benutze gerne den Thick Sponge. Das ist ein Belag, der High Bounce hat und High Spin. Und damit kann ich alles. Ja, und wenn man nicht gerade online spielt, kann man auch sowas hier machen. Und damit spiele ich jetzt einfach, weil ich das noch nicht gemacht habe. Alles klar, AI-Match. Online spielen wir heute nicht. Ich habe ein bisschen gegen Benny gespielt. Das war echt cool. Vor allem, weil ich die ganze Zeit gewonnen habe. Die ganze verdammte Zeit. So. Und das Beste an diesem Spiel ist, also erstmal, dass man im Weltraum spielt, dass der Roboter da hinterher guckt, dass da hinten die Erde ist. Das ist schon ziemlich cool. Nein, das Coolste ist, dass man den blöden Ball nicht aufsammeln muss. Da, ins Airlock mit dir. Präsidentin Roslin wird dich rausfeuern, wenn du ein Verräter warst. Okay, da ist noch eine Schlafkabine, da hinten ist mein Schreibtisch. In Space. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Oh Gott, das Ding ist so riesig. Ich kann niemals daneben schlagen. Außerdem habe ich einen Punkt gemacht. Cool. Oh shit, das wollte ich nicht. So schlägt man ja auch eigentlich nicht auf. Ja, du denkst, du kannst Gigantomech-Schläger bezwingen, aber in Wirklichkeit bezwingt Gigantomech-Schläger niemanden. Okay. Ein guter Anfang, ein guter Anfang. Topspin. Der ging ja wohl noch. Zack. So. Tja, das. Du kannst gar nichts, kannst du. Ich komme da jetzt mal rüber. Hier sind schon die Grenzen und hier ist, hier komme ich nicht mehr weiter. Ich könnte jetzt auf mein Bett klettern und dann hier weitergehen und jetzt wisst ihr, wo mein Bett ist. Aber das lief die Play Area und da gehen die ganzen Kameras nicht hin und so. Die Sensoren, Verzeihung, Thales, ich weiß, dass es Sensoren sind. Ich habe in meinem VR-Artikel geschrieben, es sind Kameras, weil ich dachte, das wäre einfacher und niemand würde es bemerken. Aber nein, dann hat es doch einer bemerkt und mich fünfmal darauf angesprochen. Es war in Wirklichkeit nur zweimal. Aber Leonard, was machst du hier? Ich weiß gar nicht, ob das angezeigt wird, weil das ist so ein Steam-Overlay, aber anscheinend spielt ihr jetzt gerade Call of Duty Modern Warfare 2 und übt heimlich. Chuck! Mann! Diesem riesen Schläger kriege ich keinen ordentlichen Topspin hin. Da muss es halt der Backspin sein. Boom. Oder der Sidespin. Ich bin gut in Tischtennis. Eigentlich. Ich habe schon einmal gegen die AI gewonnen. Der Schläger ist einfach zu riesig. Bam.
Anschneiden! Perfekt angeschnitten! Okay, den kann ich parieren. Yes. Yes. Oh, das sieht gut aus. Punkt für den Sieger. Und der Sieger ist wahrscheinlich der Computer. Nee, ganz ehrlich, ich habe Schwierigkeiten. Ha! Habt ihr gesehen, wie der angeschnitten war? Der ging. Hui! Wie das Raumschiff da hinten. Und das sagt man selten in einem Tischtennis-Match. Das liegt einfach nur daran, dass der Ball so gelb ist. Ich lass den mal brennen. So. Viel besser. La 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 la. Daily Pet. In irgendeiner Sprache in dieser Welt wird das schon Daily Pet heißen. Hopp. Ah, seht ihr, der brennende Ball bringt auch nichts. Spiel geht nur bis 11. Reset Score. Es ist nie passiert. Alles klar. So, okay, Paddle wieder auf normale Größe. Ah, ich spüre es. Aber ja, ich finde, an dem Spiel ist es super cool, dass halt der Spin sehr gut funktioniert, dass man sein Paddle wirklich gut einstellen kann. Ich meine, man kann auch hier sowas machen wie Position, dass dann das Paddle einfach weiter rauskommt, weil man so große Hände hat, anscheinend. Oder dass man den Winkel ein bisschen einstellen kann. Halt so Sachen, die man mit Paddles, mit Tischhändenschlägern eigentlich in der echten Welt nicht so machen kann. Und was auch sehr cool ist, ich spiele eigentlich gar nicht am liebsten im Weltraum. Ich meine, es gibt noch hier das Apartment. Wir springen da mal kurz rüber. Willkommen im Apartment, wo anscheinend gerade erst jemand eingezogen ist, denn hier ist nichts. Okay, da ist diese komische Figur, die auch im Space ist. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hier ist eine Couch, die eigentlich relativ bequem aussieht. Bisschen dünn, die Polster vielleicht. Aber ich meine, okay, aber hier ist ja nichts. Das ist nur ein Fernseh-Tischtenniszimmer. Mit ein paar Bildern an der Wand. Aber wo ich echt gerne spiele, ist... Jetzt sind wir wieder im Weltraum. Da wollte ich nicht hin. Penthouse! Penthouse! Ah, nein, endlich. Okay. Oh, oh Gott. Fraps kommt nicht so ganz mit. Wow! Fraps kommt nicht so ganz mit dem Level klar. Alles klar, jetzt hat sich das alles wieder beruhigt. Und da hinten, da sieht man gleich Faith durch die Welt von Mirror's Edge laufen. Aber an und für sich ist es echt nice hier oben. Ich meine, so ein Penthouse, könnte ich mich dran gewöhnen. Dann geht man da halt rein und dann hier so zack. Jetzt fängt die Wohnung Feuer, aber damit muss so ein Penthouse halt zurechtkommen. Ich mache den Ball mal wieder ganz normal, weil so der Brandball, der lenkt mich sehr ab. Und das Coole an ist auch, man kann hier noch ein bisschen üben, man kann hier so gegen den Tisch spielen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Moment, man kann auch Feuerwerk machen, das kann man jetzt gerade nicht, schade. Das kann man am Anfang des Spiels, bevor man irgendwas ausgewählt hat. Ich weiß nicht, warum man da nicht wieder zurück darf. Aber man kann hier gegen die Wand spielen. Oh, ist das cool. Oh Gott. Ehrlich gesagt, spiele ich gegen die Wand noch schlechter als gegen die KI. Das geht ja gerade. Das sieht ja ziemlich müllig aus. Aber okay, es geht. Ah! Der Ball hat mich getroffen. Weg mit dir. Das war wieder. Oh, weg mit dir. Das war wieder. Oh, weg mit dir. Okay, ich habe es nicht ganz geschafft, aber... Fuck you! Okay, und über die Wand. Haha, damit hattest du nicht gerechnet. So, was gibt's noch an Practice? Den Ballshooter. Da passiert hier sowas. Da kann man auch hier an der linken... Ja, rüber mit dir. Kann man hier auch die Accuracy zum Beispiel einstellen. Dann schießt auf einmal nach links oder nach rechts. Und es gibt ganz viele Setups. Und die Geschwindigkeit. Okay, machen wir mal fast. Oh boy! Ha! Was ist das? Ha! Okay. Accuracy mit. Das klingt doch ganz gut. Okay. Einige. Okay. Das erinnert mich so an die Schule. Oh Gott, so viele Bälle. Rüber da. Oh, Herr Tiegel. Oh Gott. Okay. Lassen wir das.
machen wir lieber ein Challenge. Zum Beispiel Bullseye. Der Ball ist noch. Die Ballmaschine ist noch da. Okay. Ach so, ich soll jetzt zurückspielen. Okay, cool, machen wir das. Hopp! Ah! Naja, dann hätten wir zumindest wie man in die richtige Richtung spielt. Ah, verdammt. Das ist doch cool. Das macht doch Spaß. Das kann ich. Nicht so gut. Nein. Oh, okay. Rüber da. Also ich glaube, das trainiert echt gut. Und ich habe auch das Gefühl, so mit der Zeit werde ich echt besser. Und eventuell, das muss da vorne hin. Okay. Yes. Dass ich tatsächlich auch echtes Tischtennis besser spielen könnte. Weil ich habe früher echt gerne Tischtennis gespielt. Aber ich musste es immer draußen spielen. Und draußen war der Wind. Und gegen andere Leute mit Wind zu spielen, ist halt nicht so, eigentlich nicht so lustig, muss man schon sagen. Jetzt hat man halt Lag und ich kann nur gegen Benny spielen und gegen die Leute, die ihn besuchen. Fuck! Rüber da! Hä? Ich will einmal die Supermitte treffen. Einmal, okay. Die Supermitte, die ist natürlich besser als die normale Mitte. Ah! Okay, rüber da! Verdammt! Nein! Okay, cheaten wir ein bisschen. Wir cheaten jetzt. Komm, wir cheaten jetzt. Wir cheaten jetzt. Das war doch. Was? Warum machst du die ganze Zeit? Nein. Okay, es geht anscheinend doch nicht. Nein! So knapp vorbei in der Supermitte. Man! Und? Wow, Stern 1 und kein einziges Mal ins Bullseye. Okay. Challenges. Bierpong! Okay, das machen wir. Komm mal hier. Du musst jetzt einfach nur grab the ball and throw it. Oh man. Yes! Was? Throw from behind the table, okay. Oh man. Das ist schwer. Mann! Mann! Das ist auch so ein Partyspiel, in dem man sich jetzt hier echt hochtrainieren kann. Ich weiß nicht genau, was das Partyspiel überhaupt macht. Also, es geht wahrscheinlich um Bier und um Pong. Was? Das war's schon? Okay. Nochmal. Bierpong. Ja, perfekt. Zweiter Wurf. Perfekt. Dritter Wurf. Auch perfekt. Cool. Okay, vierter Wurf. Perfekt. Fünfter Wurf. Ebenfalls perfekt. Sechster Wurf. Perfekt. Siebter. Jawohl. Komm, noch drei Bälle. Der war so gut. Habt ihr gesehen, wie der zwischengesteckt ist? Ja, gut, okay. Machen wir es ganz normal. Perfekt. Was? Ja, es ist doch. Ihr seid doch. Das. Okay. Voll der, auf den ich gezielt habe. Meine Güte. Na, endlich. Ihr seid doch scheiße, seid ihr doch. Das ist doch nicht wahr. Das ist das schlimmste Spiel, das ich je gespielt habe. Nein, es hört doch nicht auf. Es hört auf, wenn ich sage, dass es aufhört. Ja, getroffen. Okay, nochmal. Einmal noch. Und dann spielen wir nochmal gegen die CPU. Mein richtiges Match. Mit diesem, meinen Paddle. Und dann gehe ich in die Ecke weinen. Nein! Okay, das machen wir nochmal. Das war ein blöder Anfang. Das machen wir nochmal. Super. Nicht ganz so super. Auch könnte... Hallo? Okay. Ich war hinterm Tisch. Faschisten. Okay. Ja? Nein? Nein? Ah! Ah! Okay, einmal noch, einmal noch, einmal noch. Nein? Ja? Cool. Yes? Oh, super. Jetzt hab ich's. Oh! Yes! No! Ich hab's geschafft! I can beer pong! 2 von 5 Sternen. Ich bin ein Gott dieses Spiels, meine Damen und Herren. Okay, yeah, ein Match. Und, okay, spielen wir mal gegen Novice. Ich hab einmal... Oh, er hat einen Hut auf. Oh, das macht ihn zum Boss. Der andere hatte keinen Hut auf. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, mich zu blamieren, weil ich habe gegen Casual gespielt und Casual ist schon echt nicht leicht, weil die ganze Zeit treffen. Die spielen nicht sehr gut zurück, aber sie treffen die ganze Zeit. Das ist Assi. Schaut euch das an. Dieser Assi, wie er einfach trifft.
wie ein Assi. Da, nimm. Nimm deinen blöden Ball und erstick doch an deiner dummen Orangensaftkonzentratsoße. Da. Er trifft da einfach. Da. Jetzt. Das ist doch nicht normal. Und da prallt der Ball einfach vor mein. Das ist doch alles. Das ist doch ein abgekatertes Spiel, ist das doch. Man schaue sich das an. Wie ein Gott spielt er die Bälle, aber der Tisch verkürzt sich auf dem letzten Zentimeter. Diese Wahl ist ein Betrug. Und ich kann nicht schmettern, das ist natürlich auch ein Nachteil meinerseits. Ich habe es noch nicht wirklich gelernt, gut schmettern zu können. Ich kann nur den Ball ordentlich zurückspielen und das war's. Hey, ich habe einen Punkt! Yes! Nimm dies! Nimm dies! Und dies! Ha! Gegen so seitlich angeschnittene Bälle können die CPUs nicht ganz so viel machen. Das habe ich schon bei Casual herausgefunden. Aber es ist schwierig, einen... Yes! Es ist schwierig, einen guten und vor allem konstanten Seitenschnitt hinzukriegen. Oh, jetzt geht's ab. Du Spaten. Ha! Oh, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Und daneben. Yes! Leck meine Finanzdaten. Oh, oh, da kommst du mit sowas. Da spielst du nach rechts, da wo mein Schrank ist. Genau hier. Toll. Achso, du bist... Was war das denn? Da wollte er hinterher schummeln. Das habe ich doch gesehen. Das habe ich doch gesehen. Ja, jetzt machst du hier so einen hohen, aber in Wirklichkeit spiele ich den hoch zurück. Hä? Ja. Guck mal, was ich mit deinem Ball mache. Ja, ja, schau ruhig hinterher. Schau ruhig hinterher. Weg geht der. Da guckst du. Okay. Jetzt, wo ich dich abgelenkt habe, spiele ich ganz schnell. Hahaha. Na, geh doch rüber, Ball. Geh doch rüber. Das ist doch 4 zu 9. Was soll denn das? Da. Da. Nein! Okay. Das kann auch alles gut gehen. Unwahrscheinlich, aber yes! Die Hälfte der Punkte habe ich. Gegen einen Anfänger. Da ich auch ein Anfänger bin, ist das vollkommen legitim. Jetzt mach sowas nicht. Jetzt schlag noch einmal daneben, damit ich zumindest 6 gegen 11 verliere. Nein! Du Hund. Okay. Ei hat gewonnen. Dieser blöde Ei, den habe ich schon in einem Steven Spielberg-Film nicht gemocht. Na gut, okay. Machen wir nochmal den Spiegel an. Nein, ich will nicht nochmal spielen! Geh weg! Tja, nochmal hier. Hallo, Creeper meldet sich zum Dienst und ich melde mich für heute ab. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich mache hier noch so ein bisschen... Okay, das war's. Ciao!